weil sie niemandem etwas Böses getan haben, sondern einfach nur gute Laune verbreiten wollten. Das muss man sich mal geben, ja. Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Wir sind ja im Sommerhaus-Game deep drin, tief drinne. Wir haben deswegen auch sehr viele die Insta-Stories, also die Statements von KS Freak und Lisa empfohlen. Und die habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich wollte sie mit euch live jetzt angucken. Und deswegen dachte ich, mache ich das Video. Lass uns das tun. Insta Cringe. Und folgt auch Insta Cringe. Die bündeln, die Dame, ich glaube, das ist eine Dame, bündeln immer ganz gut die ganzen Insta-Sachen. Wenn man kein Insta hat, kann man sich die alle angucken. So, und das ist Malisa Marcells Statement zum Rauswurf Sommerhaus der Stars. Und das gucken wir uns doch gemeinsam einmal an, oder Freunde? Was sagt ihr dazu? Man muss dazu sagen, Marcel hat Mario richtig gern gehabt, hat eigentlich fast so ein bisschen zu ihm aufgeguckt und dann war die Stimme, die wir bekommen haben, für Marcel wie ein Faustschlag. Ja. Und als ich im Fernsehen gesehen habe, dass Patrick und Mario sich die Faust gegeben haben nach der Stimme, kam mir fast das. Wie kann man so sein? Ich wusste das damals nicht. Ich kann dich auch nicht gecheckt. Ihr? Habt ihr es gesehen? Ich steige jetzt einfach mal bei dieser Bettengeschichte ein in der allerersten Folge, weil das war eigentlich so das erste, wo man ja, ein bisschen was von uns gesehen hat, als ich so richtig schön falsch verstanden wurde, beziehungsweise man mich wohl eher falsch verstehen wollte, weil ganz ehrlich, als ich das gesehen habe, war ich selbst schockiert. Ich wusste nämlich ganz lange nicht, wo man mich falsch verstanden hat und hatte selbst die ganze Zeit im Kopf eine ganz andere Situation. Ja, was soll ich sagen? Wir wurden einfach die Worte im Mund umgedreht. Marcel kam zu mir und meinte, hey, da gibt's ein breites Bett. Und ich meinte sofort zu ihm, ja, aber Marcel, das nehmen wir nicht. Das soll bitte jemand anders bekommen. Da gibt's auch ein breites Bett. Hey. Ja, aber das nehmen nicht wir. Das bekommt bitte jemand anderes. Ja. So, und das hatte ich ja auch so aufgefasst, dass es natürlich darauf bezogen war, dass sie, dass jemand anderem, der das wirklich nötig hat, braucht. Weil wer will denn nicht sonst ein großes Bett? Bitte. Ja, das kann man also eigentlich, wenn man logisch nachdenkt, nur positiv auffassen, ja. Sonst hätte man ja gesagt, oh ja, das nehmen wir, das nehmen wir. So, also, wie man daraus was Negatives sticken kann, war mir wirklich schleierhaft. Und natürlich habe ich das so gemeint, dass das jemand bekommen soll, der älter ist, der breiter ist, der größer ist, der dieses Bett wirklich braucht und benötigt. Ja, und ein ganz netter Herr hat mir dann einfach die Worte im Mund umgedreht, ist rausmarschiert, hat mich noch Kleine genannt, was ich absolut nicht okay gefunden habe. Ja eben, warum Kleine auch? Finde ich auch, finde ich furchtbar. Habe. Aber geiler Satz von der Kleinen gerade eben. Ja, aber da schlafen wir nicht, da können andere schlafen. Nach 10 Sekunden. Reicht jetzt. Und ja, hat eigentlich hinter unserem Rücken wirklich sofort am Anfang einen kompletten Waldbrand verursacht. Das war uns eigentlich gar nicht so bewusst und hat behauptet, ich hätte gesagt, ich möchte in diesem Bett nicht schlafen und ich möchte lieber dieses Bett und das und ja, ich wusste das nicht, komm raus aus der Tür und werde von Erik richtig dumm angemacht. Ich habe das Ganze natürlich dann richtig gestellt, weil ich wollte natürlich nicht falsch verstanden werden. Ja. Nur leider hat das irgendwie nichts gebracht. Also Erik hat sich dann trotzdem den Mund über mich zerrissen und ja, ich finde, da hat das Übel eigentlich schon fast seinen Lauf aufgenommen mit dieser Situation und ihr müsst wissen, das war wirklich gleich am Anfang. Und da war mir dann auch schon klar, okay, ich bin im Trash-TV gelandet, da wo jeder alles für Sendezeit gibt und ja, das war die erste wunderbare Situation da drinnen und ich dachte mir echt, wo bin ich hier gelandet? Ja, weil die hatten halt von Anfang an keine Chance bekommen und ich frage mich auch bis jetzt noch, warum nicht? Ich glaube, für manche hat diese Situation absolut ins Bild gepasst. Ich bin geschminkt, ich bin hergerichtet. Ich bin für manche wahrscheinlich eine kleine Tussi. Und dass die Tussi natürlich wählerisch ist, in welchem Bett sie schläft, hätte natürlich gut ins Bild gepasst. Hat für manche wahrscheinlich auch gut ins Bild gepasst. Und ja, deswegen habe ich das Gefühl, da waren wir eigentlich schon fast bei einigen ein bisschen unten durch. Dann kommen wir zum ersten Spiel im Sommerhaus. Das war das, wo die Frau auf dem Seil balancieren musste und der Mann hat sie oben mit einem Tau gehalten und ja, wir mussten Fragen beantworten. Und hier waren auch ein paar Unklarheiten, weil viele dachten, wir haben mega abgelost in diesem Spiel. Aber ich blende euch einfach mal den Spielstand ein, dann könnt ihr euch da euer eigenes Bild drüber machen. Dann kommen wir zum Stimmungsbarometer, wo wir ja 0 Stimmen hatten. Und damit haben wir eigentlich gar nicht so wirklich gerechnet, weil wir uns dachten, auch aufgrund dieser Bettensache, ja, werden wir sicher irgendwo ein paar Stimmen bekommen. Ja, aber dem war tatsächlich nicht
So. Mhm. Und das hat uns auch relativ gefreut. Wir haben uns auch mit allen eigentlich ganz gut verstanden. Also im Verlauf der weiteren Drehzeit waren wir eigentlich alle miteinander ganz harmonisch. Ich habe mich auch mit den Mädels alle richtig gut verstanden. Die waren richtig lieb. Okay, und gut, ist das? Ja, jetzt können wir eigentlich schon fast zu Folge 2 switchen, weil in der ersten Folge war jetzt noch nicht so krass viel. Und Leute, ich kann euch sagen, bei der zweiten Folge ist mir beim Zuschauen teilweise wirklich schlecht geworden. Das glaube ich, das ist mir auch. Ja. Wirklich mal zu sagen, als ich das dann so nochmal gesehen habe, wie sich manche Menschen einfach so hinter unserem Rücken verhalten haben und benommen haben, mir fehlen einfach die Worte, ganz ehrlich. Glaube ich. Fangen wir mal damit an, dass Marcel super motiviert für die Spiele war. Marcel ist einfach ein Mensch, der hat Motivation, der hat Biss und der hat Kampfgeist. So sollte es auch sein, ja. Das führt uns ja zu Erfolg. Wenn man das nicht hat, dann sind wir erfolglos, ne? Und den hat er auch gezeigt. Und er hat damit absolut niemanden geschadet, ja. Marcels flippige Art hat niemanden wehgetan. Er hat niemanden angegriffen. Er war zu niemanden falsch. Er hat einfach nichts gemacht. Und es wurde ihm so schlecht ausgelegt. Und ich finde aber auch, ganz ehrlich, natürlich sind da verschiedene Altersklassen im Sommerhaus. Ich glaube, es ist auch irgendwo eine Frage des Alters. Und es heißt ja auch manchmal, jung und alt versteht sich nicht. Und ich glaube, das hat man fast eigentlich relativ gut da drin gesehen. Das stimmt. Auch als Marcel meinte, er würde die anderen wegschubsen im Spiel mit dem Parcours, wo die Frau den Mann durch den Parcours lotsen muss. Und wenn ich irgendwie neben mir merke, mache ich so. Oder? Leute, das war Spaß. Ja, natürlich. Für mich war das auch Spaß, oder ist das Spaß? Der lacht doch dabei und der witzelt darüber, meine Güte. Also natürlich ist das Spaß, ne? Wer das als negativ auffasst, ne? Get some help. Klar, dass das auch jeder als Spaß auffällt. Ja. Weil Marcel würde bei Gott niemanden wegschubsen. Und ich finde auch an seiner Tonlage, hat er nicht gesagt, ich werde dich hier alle wegschubsen, sondern es hat er lustig gesagt. Ja, klar. Und hat Spaß. Also ich sag ganz ehrlich, macht euch da keine Sorgen. Die Menschen mit Köpfchen, die wissen das schon, ne? Das ist so, wenn einer einen nicht mag oder Hater hat, die werden immer was. Ich sehe das ja selber, ne? Es gibt da so 3-4 Grazien, egal was man sagt oder ob man recht wirklich recht hat, wenn man klare Beweise vorlegt, die suchen das Negative, ne? Also lasst euch da nichts einreden, bitte. Was gemacht. Aber es wurde alles, was Marcel da drin gesagt hat, auf die Goldwaage gelegt. Auch wenn er niemandem wehgetan hat. Ja, ich betone es nochmal. Ja. Es wurde wirklich alles auf die Goldwaage gelegt. Und irgendwann konnte er, glaube ich, auch gar nichts mehr richtig machen. Ja, genau. Habe ich auch so empfunden. Ich sage jetzt auch nochmal ganz generell etwas zu Marcel. Er wird, glaube ich, selbst auch noch ein Statement hochladen. Mhm. Aber ich möchte trotzdem noch ein paar Worte über ihn verlieren. Weil ich auch oft die Frage bekomme, ob Marcel eigentlich zu Hause auch so interessant ist. Und nein, das ist er tatsächlich nicht. Habe ich auch so empfunden. Also bei diesem Talk, wo die auf dieser Terrasse saßen, Marcel und Lisa, und sich miteinander unterhalten haben, da konnte man schon sehr viel erkennen. Dass er ruhig ist, sehr klar im Kopf, dass sie sich unterhalten haben auf einer ganz anderen Ebene als das, was er für Show macht. Marcel ist ein Entertainer, ein YouTuber. Er entertaint. Und das ist, wenn man dann in solchen Minuten, in solchen Formaten die Menschen auch dann mal anders sieht, kann man das eigentlich klar raussehen. Also für mich war das ersichtlich, ne? Ein ganz normaler erwachsener Mann, der sich auch ganz normal und ernst verhalten kann. Ja. Ihr müsst aber wissen, dass der S-Freak eigentlich eher mehr eine Kunstfigur ist. Und zu dieser Kunstfigur gehört halt manchmal auch diese flippige Art. Und genau deswegen sind wir auch ins Sommerhaus gestellt worden. Ja, genau. Das ist genau das, was ich auch so sehe. Also, nicht um in der Ecke zu sitzen und Däumchen zu drehen, sondern um Stimmung zu machen und um gut drauf zu sein. Ja. Gut, dann haben wir uns bei diesem Spiel nicht gesaved und dann kam schon die Situation mit Mario am Tisch, wo er Marcel wieder belehren wollte. Ja, genau. Mario wollte Marcel oder generell auch mich immer belehren und ich weiß ganz ehrlich nicht, warum. Also wir sind keine 15 Jahre alt, ich bin 24. Das haben wir uns auch gefragt. Marcel ist 28, bald 29. Wir sind erwachsene Menschen und wir dürfen uns in diesem Format so verhalten, wie wir das für richtig halten. Hm. Wir belehren da drin auch keinen. Ob sich da drin jemand falsch verhält in unseren Augen, ist uns ganz egal, weil jeder soll da drin machen, was er möchte. Mhm. Ich weiß auch nicht, wo Mario das her hat, dass er denkt, dass Marcel denkt, er wäre der Beste, der Größte, keine Ahnung. Also das hat er ja in keinem Wort jemals da drinnen gesagt. Ja. Also da rennen andere Leute in diesem Sommerhaus herum, die denken weitaus mehr, dass sie der Größte und der Beste sind. Das sticht auch relativ heraus, ich glaube. Ich finde Lisa sehr klar, ne? Sehr klar, sehr eloquent, ne? Für 24, das war ich nicht.
mit 24 mit der Stange getanzt und jetzt andere Dinge gemacht, ja. Also finde ich sehr, sehr gut, die Frau. Wir wissen alle, von wem ich hier spreche. Man hat auf jeden Fall schon gemerkt, Mario hat sich ein bisschen dann auch an Marcel festgebissen. Ja. Und als klar war, dass Steff und Katharina, die ja leider zuerst auf der Abschlussliste standen, was ich ganz ehrlich überhaupt nicht verstehen kann. Wir haben uns mit den beiden super verstanden, die waren mega lieb, die haben auch niemandem was da drin getan. Ja, war dann irgendwie klar, dass Marcel so irgendwie der Zweite ist, auf den Mario schießt. Und genauso war es dann auch. Und es kam auf jeden Fall dann die Nominierung und eigentlich hatten wir kein schlechtes Gefühl, weil wie gesagt, wir haben uns da drin eigentlich ganz gut verstanden mit allen. Mir kam das dann nur komisch vor, als ich Natalie und Cosimo ein Kompliment gemacht habe, dass die beiden super gut aussehen und Cosimo mich dann so anguckt und meint, boah Lisa, danke, dass du noch so lieb bist und ich war so, hä, warum sagst du das? Ey, du siehst so geil aus. Oh, danke dir. Das ist krass, ihr beide, richtig geil. Danke schon, gell? Das ist sehr nett von euch. No. Wirklich. Ja, klar. Ich war so, hä? Warum sagst du das so komisch? Und da war mir klar, und das habe ich dann auch Marcel gesagt, die haben uns gewählt. Ja. Und da waren wir schon schockiert, weil Marcel hat sich eigentlich mit denen auch super gut verstanden. Ja, also wie man so 6 von 7 Stimmen kommt, ja. Kann ich euch leider selbst nicht erklären. Diese Nominierungsgründe waren auch teilweise sowas von bescheuert. Ich meine, klar, man muss jemanden wählen, ja, aber da waren ja wirklich Sachen dabei, da fragt man sich wirklich. Und jetzt kommen wir zur Nominierung. Okay. Ich muss schauen, dass ich das jetzt alles schön und nett formuliere. Okay, ich mach mal wieder ein paar Stimmen waren eigentlich fast wie Faustschläge ins Gesicht. Man muss dazu sagen, Marcel hat Mario richtig gern gehabt und hat eigentlich fast so ein bisschen zu ihm aufgeguckt und dann war die Stimme, die wir bekommen haben, für Marcel wie ein Faustschlag. Und ja, das habe ich ja genauso empfunden und auch genauso kommentiert. Ja, krass. Wenn ihr ganz genau hinguckt, seht ihr, wie mit jeder Stimme Marcels Augen immer glasiger werden, weil er Tränen in den Augen hatte, weil ihm das wehgetan hat. Ja. Und dann kam die wunderbare Stimme von Patrick und Antonia. Und als ich im Fernsehen gesehen habe, dass Patrick und Mario sich die Faust gegeben haben nach der Stimme, kam mir fast das. Wie kann man so sein? Ich wusste das damals nicht, weil ich bin mit dem Rücken zu denen gesessen. Ich habe das gar nicht gesehen. Aber geht's eigentlich noch? Also, als würden die sich freuen, ja, jetzt ist Marcel endlich draußen und Lisa auch. Ja, und ich habe das halt genauso kommentiert, dass ich das halt ein Stück weit als Mobbing empfunden habe, weil die Gruppe sich eingeschossen hat und Gaslighting betrieben hat, dass sie die Verkehrten sind und sie sollten sich doch mal reflektieren, warum alle sie gewählt haben. Völliger, kranker Bullshit. Weil sie niemandem etwas Böses getan haben, sondern einfach nur gute Laune verbreiten wollten. Das muss man sich mal geben, ja. Wie verkehrt die Welt auch sein kann und was für Argumente erwachsene Männer kommen, ja, das muss dir doch, also 53-jähriger alter Bastard, das muss dir doch mal zu denken geben, dass dich alle wählen. Also da ist mir das Gesicht dahin gefallen, ne? Auch wir haben zwar da drin absolut niemandem etwas Böses getan, wir wollten niemandem etwas Böses, aber wie man sich so verhalten kann, also ich war schockiert und ich hatte keine Worte dafür, ich finde dieses Verhalten absolut ekelhaft. Ja, so kam es dann auf jeden Fall. Wir hatten 6 von 7 Stimmen. Keine Ahnung, wie man zu so etwas kommt, aber anscheinend reicht es schon, wenn man einfach gut drauf ist, Kampfgeist hat, Leute motivieren möchte, eine gute Laune hat. Das reicht echt einfach schade. Für 6 von 7 Stimmen. Echt also, schade. Ich finde, das ist eigentlich eine absolut beachtliche Leistung für das, dass man eigentlich keinem wehgetan hat da drin. Aber gut, wir waren dann auf jeden Fall fertig mit der Nominierung und ich habe Marcel schon angemerkt, ihm geht's nicht gut. Ich habe die Tränen in seinen Augen gesehen, ich habe gesehen, okay, das sieht jetzt nicht so gut aus. Und in dem Moment kommt Mario wieder daher und sagt, ja, ich erkläre es euch gerne. Oder er hat gesagt, ich erkläre es dir gerne, Marcel. Keine Ahnung. Ich fand das irgendwie, also sorry. Die einzige Erklärung ist für mich, dass man hat gegen die hübsch, erfolgreich, jung. Ja, das ist es halt. Sie, hübsch, hübsch, erfolgreich. Ihr Insta-Profil, ich habe es mir angeguckt. Wow, jung, attraktiv, sexy. Eher jung. Erfolgreich, beide verdienen Kohle, gesund, jung, ja, was soll ich sagen, ne? Darauf, also das, auf das bezogen, warum dann Ältere wie ein Mario Basler darauf so sein könnte, ne? Das ist nur meine Vermutung, das ist der pure Neid in dem Falle, weil sie ja wirklich niemandem was getan haben und dann kann man die Neidkarte schon mal ziehen. Die ganze Zeit gesprochen, als wäre Marcel ein 5-jähriges Kind, was man belehren muss. Ja. Marcel hat niemandem wehgetan, ich sag's euch noch 1000 Mal, ich habe auch keinen wehgetan da drin. Marcel und ich haben dann gleich beschlossen, wir möchten uns nicht mehr zu den anderen zum Lagerfeuer setzen. Wir gehen jetzt wirklich einfach rein, wir packen unsere Koffer. Wir waren so enttäuscht, Leute. Oh mein Gott, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ihr müsst wissen, das war nicht unser erstes Mal, dass wir bei einer Show als erstes gehen mussten. Es war bei Couple Challenge in der ersten Staffel auch schon so. Und ich muss sagen, damals konnte ich das noch irgendwie verstehen. Ja, da waren Marcel und ich, wir waren kein Team, das hat auch da nicht so gut funktioniert. Aber wir haben so Bock auf das Sommerhaus gehabt. Wir wollten
Gas geben. Wir wollten das Ganze einfach durchziehen und wir haben uns so drauf gefreut. Und umso größer war einfach die Enttäuschung, dass es dann wieder gleich vorbei war für uns. Mhm. Und dann kam der Moment, wo wir einfach beide so losgeheult haben. Und dazu muss ich jetzt einfach noch ein paar Worte loswerden. Und zwar, ich kenne Marcel wirklich in- und auswendig. Und ich weiß, was Marcel schon alles durchgemacht hat in seinem Leben. Und Marcel wurde ja bei der Nominierung relativ angegriffen von den anderen. Und mir hat das einfach so leid getan, weil ich einfach weiß, wie Marcel innen drin ist. Und der tut keiner Fliege was zuleide und der ist zu niemandem böse. Und dann erfährt er so eine Ablehnung. Und er hat schon mal in seinem Leben so eine Ablehnung erfahren. Und das hat mir einfach das Herz zerrissen. Das hat mir einfach in diesem Moment, dachte ich mir, das hat er doch einfach nicht verdient. Ja, und das haben wir alle gefühlt, also die meisten. Ne? Ich kann nur für mich sprechen, aber... Und ja, ein paar waren dann auch so lieb und sind dann zu uns gekommen, haben uns ein bisschen getröstet. Ein paar halt nicht, ja. Jedenfalls, das war wirklich eine absolute Situation, das kann ich euch sagen. Wir haben uns echt sowas von gefühlt, hat man uns auch angesehen. Ja, also das war das Statement von Lisa, gut, ich mal gesehen habe. Ja, ich habe das ja genauso interpretiert. Interessant, dass sie das auch so tut. Und ich kann es mir nicht anders erklären. Also wenn ein Paar oder ein Mensch ja wirklich niemandem was zuleide tut und von vornherein wirklich von der Gruppe ausgeschlossen und das ist ein Stück weit Mobbing, ja, gemobbt wird für etwas, was die ja nicht getan haben. Die wurden hingestellt, gegaslightet, ja, ihr seid das Problem, weil ihr zu aufgedreht seid, gibt es nicht die Rechtfertigung, als Gruppe so dagegen vorzugehen. Beziehungsweise das denen einzureden, dass die falsch sind, ja, und verkehrt sind. Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Danke, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt. Ich hoffe, dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Marcel und Lisa, ihr habt nichts falsch gemacht. Alles gut. Ihr habt euch nicht blamiert, wie die anderen sagen, da aus dem Haus. Das haben sie schon selbst getan. Macht's gut, Freunde. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Video.